Einen wunderschönen guten Tag. Heute spreche ich über das beste Vlog-Objektiv, zumindest in meinen Augen, das 24-105 von Sony. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Clemens Bittner, ich bin Filmemacher und Vlogger und hier auf dem Kanal findest du ganz viele Tipps und Tricks, Tutorials zum Thema Filmemachen, zum Thema Vlog, Positionierung, Business, Vermarktung, Behind the Scenes von meinen Filmdrehs, denn ich bin ja selbst auch Filmproduzent. So, heute geht es um diese Linse hier, 24-105, 4er Blende und ja, ich benutze sie mit der Sony A7 III. Für mich perfekte Vlog-Kamera, hat alle Slow-Motion, Zeitraffer-Funktion, schönen Look, stabilisiert. Also für mich perfekt. Heute soll es aber um diese Linse hier gehen. Warum ich sie so gut finde zum Vloggen ist einfach diese Range, die 24-105. Klar, die Linse kostet ein bisschen was. Ich kann ja auch mal einblenden. Ich glaube, momentan liegt sie so bei 1,2, 1,3. Kostet was, aber ist ein Invest in die Zukunft. Also wenn du wirklich vorhast, mit Vlogs durchzustarten, dann lohnt sich das definitiv. Ich finde es eine richtig geile Kamera plus eben das Objektiv. Hab damit schon so viel erlebt, auch schon so viele Szenen erlebt, wo ich unterwegs war, gerade am Vloggen war und dann siehst du da hinten was und dann kannst du direkt die Kamera umdrehen und in den Telebereich gehen und fängst den Moment ein. Und oftmals geht es ja einfach beim Vloggen ums Momente einfangen, um die Spontanität, um die ehrlichen Momente. Und das schaffst du damit, ne? Das schaffst du nicht mit einer Festbrennweite, ist einfach so. Ich hatte ja früher die Canon Lecria, so eine kleine handliche Kamera. Ich weiß gar nicht, ob es sie heute noch gibt, eher so über eBay findest du sie noch. Und es hat halt diesen Fisheye-Look, ne? Also kannst halt direkt anmachen und die Show läuft, musst dich um nichts kümmern, keine Technik, siehst dich selber im Bild, alles super. Aber du hast halt nur diese eine Brennweite und immer diesen Weitwinkel-Look, man selber kommt auch nicht so gut rüber und ist halt hier was ganz anderes. Diese Brennweite von 24 mm passt irgendwie genau, auch bei so einer Entfernung. Kannst du mal zeigen, wie es jetzt zum Beispiel ausschaut. So, das ist jetzt diese Entfernung. Das sind die 24 mm. Das passt. Du kriegst, es ist nicht krass weitwinklig, aber auch nicht zu tele. Also bist du auch nicht im Nasenloch. Also das ist, finde ich, genau richtig zum Vloggen. Und kriegst trotzdem diese Unschärfe hin. Trotz einer 4er Blende, das jetzt nicht so tief runter geht, hast du eine Unschärfe hinten. Und das macht es natürlich auch nochmal ein Stück weit hochwertiger. Der Autofokus ist wirklich sensationell, da kannst du dich 100% drauf verlassen. Also auch wenn du die Kamera auf ein Stativ stellst, reinsprichst, du kannst dich 100% auf den Autofokus verlassen. Das ist natürlich was Essentielles, weil wenn du vor der Kamera bist, kannst du in dem Moment nicht hinter der Kamera sein und nicht prüfen. Das heißt, du musst dich 100% drauf verlassen. Und das kannst du definitiv. Dann hat es einen Stabilisator. Also das ist ja auch wichtig, wenn du aus der Hand drehst, du kannst auch Kamerafahrten aus der Hand machen, finde ich sehr, sehr geil. Und das alles macht es zu einem Objektiv, das für mich irgendwie perfekt ist zum Vloggen. Generell das Setup mit Sony A7 III ist für mich eigentlich perfekt, sag eigentlich, der einzige Wermutstropfen ist, wenn man die Linse wechselt, dann hat man sehr, sehr schnell Staub auf dem Sensor und es sorgt für Sensorflecken. Ich weiß nicht, was da los ist bei den Sonys, aber die sind extrem anfällig dafür. Der Vorteil ist aber bei dem 24-105, dass du dann eben nicht so oft wechseln musst. Du kannst direkt mit so einem Setup rausgehen, machst vielleicht noch ein Shotgun-Mikro oben drauf, das ist jetzt das Komica oder ein Rode V-Mikro. Also da gibt es sehr, sehr gute Mikros, die ich empfehlen kann. Gerade das Rode und das Komica sind sehr, sehr gute Mikros dafür und wenn du auf Armlänge, auf Entfernung sprichst, dann hast du dann wirklich einen sehr, sehr guten Ton. Ja, also klar, kostet ein bisschen was, ist ein Invest in deine Vlog-Zukunft, in deine Zukunft als Filmemacher, aber sie lohnt sich wirklich, gerade aufgrund dieser Range. Wenn du sagst, ah, Sony ist nichts für mich, dann bei Canon kann ich auch wirklich sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe mit der Canon 5D Mark III auch gevloggt.
Und da ist das 24 bis 105 auch mit der 4er Blende auch sehr, sehr gut. Kann ich also auch ans Herz legen. In diesem Sinne, schreib gerne auch in die Kommentare, was ist dein Lieblingsobjektiv, mit welchem Objektiv vloggst du oder was kannst du da auch empfehlen. Ich höre mich ja natürlich auch immer wieder um, was es sonst noch so auf dem Markt, was es da gibt und lass mich da gerne inspirieren. Das ist, wie gesagt, meine Inspiration an dich. Kann ich nur empfehlen. Und wenn dir das Video jetzt gefallen hat, lass gerne ein Abo da, hit the like button, wie man so schön sagt, auf dem Video und dann sehen wir uns in Zukunft häufiger mit Tipps und Tricks, Tutorials, wird noch ganz viele in der Art auf meinem Kanal geben. Momentan jeden Sonntag 17 Uhr gibt es ein neues Video. Es geht nicht nur ums Filme machen, ums Vloggen, sondern auch ums Business, um die Vermarktung. Es geht um Behind the Scenes auch von meinen Filmproduktionen. Ich produziere ja zum Beispiel Filme für Mercedes, für Antenne Bayern, für Vox und. Also da gibt es auch spannende Insights, Blicke hinter die Kulissen. Also lohnt sich, ein Abo dazulassen. Schöne Grüße und bis bald. Ciao.